Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Ark Trophy Hunter. Ja, heute haben wir uns gedacht, wir lassen das mal mit dem Hausbau, lassen wir das ein bisschen mal ruhen, weil wir wollen auch ein bisschen Abwechslung in die Folge bringen und da dachten wir uns, wir Themen nutzt den Oberpredator in diesem Spiel, also das Raubtier unter den Raubtieren, also gegen so ein Tier, gegen so eine Bestie kommt wirklich kein anderer Berserker ran. Wir themen uns einen pinken Dodo. Leute, die pinke Farbe trügt, das ist ein waschechter Killer. Bad Boy, what you into? Ich nenne ihn nachher Bad Boy. Okay, ich schlage dir mal eine Krone. Druff! Nur zweimal schlagen. Hat ja gut geklappt. Fail. Ja, essen wir halt den Bad Boy. Ja, da ist noch einer. Ich dachte, der ist jetzt weiblich. Ja, wir brauchen sowieso einen weiblichen. Wir brauchen weiblich und männlichen. Denn das heutige Ziel ist einen, oder besser gesagt, das Ziel der nächsten Folge ist es, einen Hühnerstall zu machen wegen Eiern. Ich muss ihn nur einmal schlagen, komm. Ja, okay, einmal. Hau drauf. Oh, okay, ich will auch. Zweimal, okay. Was macht er mit dem? Nein, ich wollte dich nicht schlagen, weg, du Digga. Penner. Digga. Ja! Put the berries in. Put the berries in. Put the berries in. Friss! Take my money! Fuck, 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 Rayon, Rayon! Das ist übrigens auch ein Mail-Dodo, aber der ist nicht so hübsch, der ist nicht pink, der ist hässlich! Okay, er ist trotzdem hübsch. Wir sind ja nicht nur äußerlich begabt hier, ne? Oh. Nur weil der Splasher und ich, wir zwei so wunderschöne, bildhübsche Kreaturen sind, müssen wir ja nicht bei allen Sachen aufs Äußerliche gehen, oder Splasher? Ja. Alter, was ist denn heute los? Leute, wir haben nichts genommen. Aber sag, ist das nicht der Grund für die ganze Scheiße? Ja. Seid ihr. Ja. Ihr Zuschauer, ihr seid unsere Drogen. Was? Alter, ach. Ich bin mal still, ne? Okay, ich zieh mir mal ein paar Narco-Berries durch die Nase. So, oder was sagt dem Dodo? So. Dodo, du musst ein, zweimal fressen. Wie viel hab ich bekommen? Oh, ein Timer Boss. Starten, da war ja immer was. Fuck. Ah, egal. Ist egal. Ich will jetzt eigentlich nicht weggehen von dem. Unser Ziel der ist fucking halt Level 14, das ist gar nicht mal so schlecht. Ziel ist, ein Dodo zu zähmen. Ja gut, in 5 Minuten ist die Folge vorbei, würde ich sagen, Leute. Tut mir leid, das Splash hat's gesagt. Nein, die zwei Dodos zu zählen. Ach so, okay, dann nach 10 Minuten. Boah, das Weibchen zu finden wird wahrscheinlich das größte Problem werden, denke ich mir. Ja, ist so schon, okay. Wie heißt das Weibchen? Das habe ich noch nie bei Jörg gescheckt. Female. Female, female. Okay. Wild female. Dodo. 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 Nee, du bist ein Männchen. Male? Darf ich die Männer noch weiter töten oder sollen ja, die auch leben? Männer einfach töten. Sexismus for the win. Ach, schön. Was? Ach so, ich dachte schon, was ist los? Ich krieg immer Schiss, wenn ich oben was lese. Egal, welche Farbe es hat. Ich mag mir sogar schon erschreckt bei meinem Level ab, weil das so laut ist. Mann. Der ist nicht mehr lange bewusst. Doch warum frisst der Penner nix? Ja, einfach so fuck off. Yeah! Was? Eine Frau. Was? Hast du eine am Start? Ja, hab sofort K.O. geschlagen. Alter, Splasher so in seiner Freizeit auf der Straße unterwegs, sieht ein heißes Girl auf der Straße, ich schlag's mal K.O., betäub sie mit Narkosemittel und mach mit ihr, was mir gefällt. Geil! Friss doch, friss! Geilo! Friss! Friss! Rayon, ich hab's dir gesagt, ich töte da Tötos. Es hat noch so wenig Leben. Nimm's in den Mund. Okay, leck mal das von. Oh. Splasher, pfui! Wir sind hier eine seriöse Websendung. Nur knallharte Fakten und zwei überaus gut aussehende Moderatoren stellen Ihnen hier die Eau de la Cour von dieser wunderbaren das prähistorischen geht ja gar nicht mehr, Welt dass er vor. Selber frisst. Was heißt nochmal Eau de la Cour? Eau de la Cour, irgendwie so hieß das auf Französisch. Ja. Dodo ist Fleisch, wer zum. Hier steht auch. Dodo Fleisch. Der Penner frisst nicht, machen wir was falsch?
Ich weiß auch nicht. Vielleicht wurde das ja umgeändert, dass ja andere Bären essen. Ich packe einfach mal alle rein. Bei mir auch. Auch zum Beispiel meinen Samen packe ich auch rein. Pfui! Ihr sagt jetzt nichts in den Kommis. Meiner ist nix und er ist gleich schon wieder betäubt. Nee. Ja, dann grab hier Narco-Berries. Leute, wir scheitern schon bei Doros. Wo soll das hinführen? Dann gehe ich, hier sind so viele Büsche, gehen wir ein bisschen grabbeln und dann rein mit den Berries. Okay, das könnte doch länger dauern wie 10 Minuten. Kriegen wir auch gut Fasern, das ist auch gar nicht mal so ein schlechter Nebeneffekt. Also, dass er ja nicht aufwacht. Besonders dein Girl nicht, die sind ja seltener, habe ich gemerkt. Obwohl, es gibt ja auch... Auf dem Berg von 3 Stück. Ich war's nicht, Leute. Hättest du... Sie haben mich gefunden. Hört man das in der Aufnahme? Oh, scheiße. Ich hab's noch nicht rechtzeitig betäubt. Sie ist durch Verblutung gestorben. Tut mir leid, Rayon. Okay, ich schieb ihr einfach mal 99 Bären ein. Rayon, ich hab dir ja gesagt... Das Blöde ist, seine Nahrung ist voll. Das ist das große Problem. Rayon, die sind selten. Die sind 3 Stück weibliche. Egal, dann schlag einfach alle K.O. und fertig. Verschnitten. Oh, Dodo-Kacke. Okay, jetzt hab ich ihn schon gut geheilt. Aber warum frisst er nicht? Wir sind so die Arschspezialisten. Ich hab nachgeguckt, die essen nur Samen. Was? Die essen jetzt keine Bären mehr. Fressen Dodos nur mehr Samen? Keine Ahnung, sie hat bei mir nur eine Phase, Na gut. Kann ich ihnen auch bieten? One-Hit, nice. Ist ja kein Problem, dann frisst er halt Samen. Gebe ich dir meinen Samen, ist auch okay. Jeden Samen, oder? Bei mir hat sie, ich habe beide Samen reingepackt, bei mir hat sie nur diese Orangenen gegessen. Gib mir Orangenen. Lilanen, vielleicht verwechselt. Ich habe sie einfach mal voll gepumpt mit Samen. Das klingt so doof. Lass mal so stehen. Ja, wann fressen Dodos nur Samen? Ist das neu? Ich habe so ewig keinen Dodo mehr gezähmt. Was macht man eigentlich? Ja. Das muss neu sein. Damals, wie ich ARK gespielt habe beim Release auf dem PC, damals haben die noch Beeren gegessen. Nicht Samen! Damals waren das noch Zitronensamen. Durch Büsche graben kriegt man auch Samen. Ah ja, dauert bei mir eine halbe Ewigkeit. What the fuck, was war das denn für ein? Er frisst aber immer noch nicht. Was ist da los? Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie funktioniert aber nicht. Der ist auch satt. Warum sollte der fressen? Wie kann man die denn aushungern lassen? Ja, am Anfang kein Zeug reingeben, das haben wir schon verkackt. Alter, geh weg hier, Fettsack! Was? Harz, wo kriegt man denn Harz her? Der will Harz fressen, der Dummi. Das ist ein Harzer. Ja, Harz 4 halt. Er will nicht Harz essen, er braucht Harz 4. Alter, der Dodo frisst nicht! Ich hab keine Narco-Berries, verdammte Scheiße! Alter! Es kann doch nicht sein, dass wir schon beim Dodo-Zähmen sterben. Ja, meiner ist auch schon fast runter. Ja, wir zähmen erst einen männlichen und dann einen weiblichen. Ja, da kriegen wir jetzt schon nicht hin. Ich muss Buschel graben, ich brauch Narco-Berries. Ich hab ein paar Narco-Berries. Wo ja, ist ich auch der? Gleich. Zeig mal. Hinter mir. Ah, oh, der frisst auch nicht, oh, auch wenn er Samen drin hat. Wo, ich seh nicht. Warte, ich hoffe, er ist noch nicht aufgewacht. Schlagen wir da nochmal kaputt. Hier. Nee, das hält er nicht aus. Doch, das hält er aus. Ich pumpe ihn jetzt voll, Alter. Der wird nachher nicht mehr wissen, was los ist. So, die Bewusstlosigkeit steigt. Du sollst jetzt fressen, Alter! Leute, hatet uns in den Kommentaren, bitte. Ich sammle ein paar Samen und Narco-Berries, okay? Wieso frisst der nicht? Ist das neu, dass man die aushungern lassen muss? Ich meine, der ist ja satt. Ja, die Bagishi, ich hab die vorige Version hat mir 10-mal besser gefallen. Keine Ahnung wieso. Na gut, der Dodo wird nicht mehr gezähmt, das ist uncool. Weil er satt ist, der ist einfach satt. Der Dodo ist einfach satt, das ist das Problem. Der frisst nicht, weil er satt ist. Oh, es wäre so fies, wenn man Dodos mit ihrer eigenen Scheiße füttern würde. Es gibt Tiere, die essen Scheiße. Ah ja, stimmt. Das sind die Aasfresser. Nee, die Mistkäfer. Die Mistkäfer essen dort.
Ich jag immer wieder so ein fettes Die Scheiße Vieh. Will nicht fressen, weil er einfach satt ist. Der will nicht essen. Der ist zu satt, um zu essen. Er hat keinen Hunger. Wie können wir den jetzt... Nein! Nein, du läufst den gleich kaputt. Fuck. Splasher, was machen wir falsch? Keine Ahnung. Ist irgendwo noch ein Dodo? Dann können wir das testen. Was nur deine drei Weibchen? Splasher. Keine Ahnung. Sie sind alle nacheinander wieder gespawnt. Das ist... Ist der Male oder Female? Hä? Male, okay. Was habe ich jetzt zu viel? Ja, gut so. 200 Fasern, ne, das geht. Alles ja. Klar. Okay. Wie craftet man sich einen Boden? Deswegen, boah, bin ich dumm. Ah, ich schlag gegen einen Stein. Ich weiß, warum der andere keinen Hunger hat. Wieso? Ich wollte den schnell zählen und hab Force-Feeden gemacht mit den normalen Bären. Dadurch hat er gar keinen Hunger mehr, weil das nur als Nahrung dient und nicht als Zähmittel. Na gut, du darfst ihn töten, Splash, aber nimm die Bären raus. Ja! Der wird nicht mehr fressen. Und bring die Narco-Berries mit, der hier braucht das. Ich hab nur noch 8 Stück. Nur noch. Egal, besser als gar nichts. Und bring die Samen mit. Da müssen wir richtig geil reinklatschen. In dem habe ich voll viele Samen reingepackt. Ja, hä? 10 Stück. Haben wir noch einen zweiten? Wo liegt denn der zweite? Ne, den wir nicht umbringen sollte. Das ist vielleicht der eine. Ach so. Was? Wieso hab... Oh lol, ich hab so 400 Fleisch. What the fuck? Der hat auch keinen Hunger. Warum haben die alle keinen Hunger? Was ist denn überhaupt los? Wann habe ich einen Oh lol, hat er mich getötet, so Bastard. Wieso haben die ganzen Dodos keinen Hunger? Lege zum Zählen Nahrung ins Inventar. Ich weiß, aber der hat keinen Hunger, der wird doch nichts fressen. Verstehe nicht, woran das liegt. Die sind zu dumm, um Dorolos zu zähmen, Leute. Ihr dürft uns gerne in den Kommentaren haten, Leute. Oder wenn ihr ganz nett seid, Tipps in die Kommis, was wir falsch machen. Hast du eine Idee, Splasher? Nee. Was machen wir falsch? Bei mir waren die halt immer erst so HP, dann sind sie durch irgendwas verblutet. Oder ein Raptor hat sie aufgegessen. Eins von beiden. Diese, welche sie weg essen. Ja, sie würden ja gezähmt werden, aber sie haben einfach keinen Hunger, um zu fressen. Wie kann man die runterhungern? Ich meine, die verlieren ja auch so schnell. Das ist dumm. Ich meine, wir haben vom letzten Seven Trike einfach so gezähmt. Und da hat es auch keine Probleme gegeben. Da hat einfach gefressen. War easy. Ja, irgendwas stimmt nicht mit dieser Version. Halt. Jetzt schieben wir es wieder auf Ark, finde ich gut. sollen wir so ein kleines Vieh zähmen? Diese kleinen Sprint, welche man auf die Arme nehmen kann? Der Typ hat immer noch keinen Hunger. Auf der Schulter. Ich will an denen einfach keine Narco-Berries verschwenden, wenn der hier eh keinen Hunger hat. What the fuck, was bist du? Komm mal zu mir. Wo bist du? Ich sehe dich ja nicht. Ich sterbe. Trodon. Trodon, oh scheiße, das sind intelligent. Ich gehe mal auf den Stein und verstecke mich. Wo war der? Splasher, den kriegen wir zusammen eigentlich down. So stark ist er nicht. Ja, ich habe alle Items verloren. Soll ich ihn alleine versuchen? Hast du ihn angehittet? Ist er beschädigt oder so? Ich wurde bewusstlos von einem gemacht und ich laufe einmal in seine Richtung. Das ist kein Trodon. Wo ist der Trodon? Das war ein Ovi, den ich gerade angesteuert habe. Und das hier für ein Bug? Hä? Okay, das ist ein Arkbug, typischer Arkbug. Wo ist der Trodon? Das ist gespawnt. Aber ich finde meine Items wieder nicht. Ovi, verpiss dich. Super nett vom Dodo wäre, wenn er mal Hunger bekommen würde. Ich will in der Folge noch was erreichen. Frage, können die Items essen? Das wäre jetzt saugeil. Jein. Es gibt Dinosaurier, die Items klauen können. Nee, ich hasse gerade. Alles gedespawnt. Kann aber eigentlich gar nicht sein. Ja, so schnell gar nicht, richtig. Wo liegt jetzt bitte der Dodo? Der kann doch noch nicht aufgewacht sein. Das brauchst du mir nicht erzählen. Wo liegt denn der Dodo? Der sollte hier drüben irgendwo liegen, der Dodo.
Das ist ein Stein, das ist kein Dodo. Hier ist ein Dodo. Der fucking Dodo ist aufgewacht! Ah! Ja, jetzt reicht's. Jetzt machen wir ein Steak. Kein Bock mehr. Ich hab ihn gefunden. Scheiße, Penner. Kannst du mir eine Waffe geben? Wir kriegen's nicht hin, Dodo. Wir kriegen Dodo nicht hin. Kannst du mir irgendeine Waffe geben? Wo ist der Dodo? Speer. Ich hab keine Speere, ich hab nur Axt und Spitzhacke. Du bist der Waffentutti. Okay, ich bin die Beute. Ja, ich hab. Die Workbench ist weg. Wo ist denn der Tutti? Hier, komm mit. Das heißt, er muss mich da auch getötet. Hier ist ein Rucksack. Wo, 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 wo? Fuck! Von hinter dir! Alter, ist der gruselig! Alter, was? Was hat der für Augen? Wie ich mich erschreckt habe! Alter, wie stark ist der? Was macht der für einen fucking Schaden? Was? Und wieso spawnt er in diesem Gebiet? Ja, er ist ja Level 9, ist ja legitim, dass er hier spawnt. Aber was macht der für einen fucking Schaden? Ernsthaft? Das heißt, sie kann einen T-Rex mit Level 1 spawnen oder was? Ja. Wo sind wir? Orientieren. Nein, nicht wieder hier! Wir müssen hier da rüber. Hier sind wir oft gestorben. Unsere ganzen Items sind weg. Nee, sind sie nicht, wir holen die. Wir sind tot! Lauf, du Penner! Ich versteck mich jetzt hier. ist vorne nicht. Alter! Was ist das denn? Du fragst mich doch, können hier T-Rexe spawnen? Nö, drei Stück. Einer nicht. Spawn doch. Wir spawnen, bei... Nee, ich lebe Zone doch. Zone 1. Zone 2. Wir sind bei... Nee, wir sind bei Zone 1. Zone müssen wir in die Richtung oder müssen wir in die andere Richtung? Ich weiß es gar nicht. Oh, müssen wir in die Richtung oder die andere? Ich bin halt noch gar nicht gespawnt, ich warte. Müssen wir in die Richtung oder in die andere? Ich weiß es oh, nicht. Oh geil, ich bin mitten im Airdrop und kann ihn leider nicht holen. Ich will mein fucking Zeug zurück. Ich laufe einfach mal den T-Rexen vorbei, eiskalt. Leute, das gehört halt auch dazu zu arg, diese Schicksalsschläge am Anfang. Ich hab Schlangen gesehen. Ich sag, ich werde gleich wieder sterben, richtig? Yep. Ich hoffe, ich laufe in die richtige Richtung, wir müssen nicht in die andere. Ich habe nämlich das gleiche Gefühl, dass wir in die andere Richtung müssen. Das wäre nicht cool. Das sind unsere Items. Wir müssen auf den Berg. Nee, ich versuche am Strand entlang zu kommen. Weil wenn ich den Kessel sehe, weiß ich, wir sind richtig. Ja, das ist der Kesselweg, ja. Okay, sehr schön. Wir sind schon mal zu Hause. Ich will meine Items zurück. Oh nein, Alter, aber wie gruselig der Trodon war. Mit den leuchtenden Augen. Das war richtig creepy. Wir haben alle verloren. Alle Items verloren. Nein, die kriegen wir zurück, Splasher. Bloß keine Hektik. Das holen wir noch zurück. Der Trodon, der kann gar nichts. Den wrecken wir weg. In der Dunkelheit, ja. Ja, da sind wir undercover. Und der leuchtet mit seinen Augen. Der ist nicht undercover. Und hier ist es gar nicht dunkel. Hier sind zwei weiße Airdrops. Da hole ich mir jetzt eine Pumpgun raus und dann passt das. Ich hab die ultimative Waffe, Leute! Mittelgroßer Kothaufen! Du bist ja auch da. Meins? Ich bin der Kothaufensammler, Mann. Das heißt, ich hab mein Crossbow verloren. Naja. Wir holen uns das Inventar zurück, Splasher. Nee, ich bin ja in vor. Sind schon länger müssen als vorsichtig zwei Minuten vergangen. Wir müssen vorsichtig sein. Ja, es ist auf richtig lang hochgestellt. Wir müssen unsere zwei Minuten, wow, richtig lang. Nee, das hält länger wie zwei Minuten, glaube ich. Nee, aber wo sind ich wir stand gestorben? An meinen Leiche und da stand zwei Minuten. Ja, aber wo ich sind wir gestorben? Wo sind wir gestorben? Hier vorne. Ja, wo genau? Leichen sind nicht groß. Das sind kleine wammelnde Dinger. Irgendwo muss da doch liegen. Hier sind wir irgendwo gestorben. Wir sind hier rüber gelaufen. Der ist uns ja sofort. Der hat uns ja sofort aufgegeben. Achso, Jan, der Rucksack liegt nicht so lange, ne? Ja, der Rucksack liegt hier nicht mehr so lang. Das sollten die patchen. Man soll die Leiche mindestens angezeigt oder das, was bekommen. Wenigstens einstellen kann, dass man es länger liegen lassen kann. Ich meine, ich habe sie ja auf Maximum gestellt. Eine Leiche. Auch bei Tieren, das dauert echt lang. Hier sind wir gestorben. Schon irgendwas gefunden? Ja, ich hab keinen! Alter, was? Wie groß liegt diese? Ich bin tot. Ich hab mir den Rucksack. Level 2, what the fuck? Was bist du? Du bist ein Oviraptor, alles klar. Darauf bin nach, ich versteck mich. Nein! Wie groß liegt? Leg ihn ab! Der ist leer, der Rucksack! Mein Rucksack ist leer, warum? Scheiße, geh weg!
Wie fucking gruselig sind die? Ich glaube, die Items sind down. Ich spawne halt wieder und werde instant durch so ein Vieh. Ich dachte schon, du lenkst die lang genug ab, dass ich zum Rucksack komme, aber der Rucksack ist leer gewesen. Da war nur noch dieses. Ich spawne in einem Sumpf. Da lang müssen wir. Was? Warum spawnen wir im Sumpf? Warum spawnen wir im Sumpf? Warum kommt dann Aranda? Schnell aus dem Sumpf, schnell. Ja, wo müssen wir hin? Wo bist du? Splasher, lass mich nicht alleine. Läuft die falsche Richtung. Hier, komm mit mir, schnell. Was ist das? Bist du nett? Bist du nett? Ich weiß nicht, was du bist. Was? Was ist da? Ich bin tot. Was ist da? Okay, ich bin weg. Oh. Was? Dein Stammmitglied wurde getötet von? Keine Ahnung. Ich höre eine Schlange, ich höre eine fucking Schlange. Leute, Verfolgungsjagd ist Doom. Ich hab schon irgendwas verfolgt. Ich kann nicht zurückgucken. Ich hätte gerne so eine Rückschaukamera. So wie bei GTA. GTA. Oh, da wird auch bald was kommen in GTA. Also an die GTA-Fans, da wird bald was kommen. Mit einer Sache, vor der ich mich lange gesträubt habe, aber alle feiern. Worauf ich mich alle gedrängt habe auf dem alten Kanal. Special kann sich denken. Jetzt kommt auch noch ein Dino! Splash einfach mal 28 Oktaven höher. Nee, meine Stimme ist gerade hochgegangen. Nee, das war alles mein Hund. Okay. Oh. Mein Hund kann reden, habe ich doch schon gesagt. Ja, natürlich. Hä, wieso bin ich schneller als du? Also Leute, wenn ihr nicht versteht, dann seid ihr nicht cool. Dann seid ihr nicht Teil der Reality. Die coolen Kids von der Reality, die verstehen seinen Hund. Also Leute. Ich möchte, dass das echt eingestellt wird, dass Lager, ich kann, wir haben unsere ich ganzen kann mal, ich kann ja mal gucken, ob ich das manuell irgendwie hochstellen kann, den Einstellungen. Du bist ein Trodon, ne? Ja. Nee, das ist ein Oviraptor. Sehr schön. Komm, wir sind gleich am Lager. Gehen wir noch schnell zum Lager und dann beenden wir erstmal die Folge. Wo ist ein Oviraptor? Der war nett. Hier sind einfach mal 83 ja. Dodos. Das ist ein Dodo. Nefkaka! Nefkaka! Ach stimmt, den sehen wir als nächstes. Der war so easy. Ja, komm. Den sehen wir als nächstes. Also in der nächsten Folge. Dodos. Ja, das heißt, wollen wir zurück zum Lager oder gleich hier am Strand die Folge beenden? Schmeißen wir die Folge weg. Wir haben nichts erreicht. Ja doch, das ist eine geile Folge gewesen. Ich fand das mega geil. Mit den Drohnen. Das ist mega geil, Splasher. Muss positiv denken. Das gehört auch zur Akte zu. So, beenden wir hier die Folge. So. Leute, schreibt mir auf jeden Fall Kommis, warum das mit den Dodos nicht... Danke! Danke! Fick dich! Fick dich! Ich schwimm davon. Komm nicht zurück, Splasher! Lauf in die andere Richtung! Raptor! Raptor! Fuck me. Raptor! Schade! Leute! Was, Levels? Was? 27? Wo kommt der denn jetzt her? Wie geil! Ryan, wir haben irgendwas falsch gemacht. Ich werde hier wahrscheinlich im Wasser sterben, aber egal. Leute, wir wenden hier die Folge. Schreibt mir uns Tipps in die Kommis, was wir mit Dodo falsch gemacht haben und was wir besser machen können, pipapo. Einfach alle eure Kommentare in die Kommis. Ja, wo auch sonst. Egal, Leute. Lasst mir wieder schon da. Rayon sagt ciao. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Morgen 13 Uhr. Arc Trophy Hunt. Ciao.